Wir wissen, dass alle Models mit Size Zero total gerne alles essen. Wir wissen, dass alle großen Designer total schwul sind. Und wir wissen, dass alle Frauen mit Kleidergröße 38 total dick sind. Doch jetzt soll plötzlich Schluss sein mit unseren gesammelten Modeweisheiten. Die Brigitte hat verkündet, dass sie die Klappergestelle der Branche auf Diät setzen will. In Zukunft will die Redaktion nur noch normale Frauen, also Menschen, die lieber Schokoriegel statt Orangensaft getränkte Wattebäusche essen, fotografieren. Damit sollen nicht nur die in die Jahre gekommenen Leserinnen befriedigt, sondern auch die abgemagerten Verkaufszahlen aufgemöbelt werden. Felix Kasten und Alexandra Ringling über das Ende der Makellosigkeit. Sie ist ein Model und sie sieht gut aus. Die Fashion Week in Paris, Revier der Hungerhaken. Die Realität gehört nicht auf den Laufsteg. Auf den Laufsteg gehören Träume. Es wird sich nie ändern, als wenn immer dünne, große Models auf den Laufsteg sind. Also die Fashionwelt hat ihre eigenen Systeme und ihre eigenen Gesetze und noch herrscht Karl Lagerfeld. Doch der Magerwahn wackelt. Pünktlich zum Schaulaufen wettern die Kritiker gegen den Hungerstreik in der Modewelt. Wenn sie wirklich ganz wahnsinnig dünn waren, wurden sie noch dünner. Und wenn man dachte, jetzt geht's nicht mehr, dann wurden sie noch dünner. Dieses gleiche, blonde, große, dünne Modellgesicht langweilt mich zu Tode. Neue Mädchen braucht das Land. Satt sollen sie sein, nicht hungrig. Von Hamburg aus startet die Brigitte ihren Kampf gegen das Magermodel-Monopol. Die Mutter aller deutschen Frauenmagazine will ab Januar nur noch normale Frauen im Heft zeigen. Christelle wurde im Yoga-Studio entdeckt. Sie ist 39 und 1,65 Meter klein. Bislang einzigartige Modelmaße. Ich habe mir auch gedacht, so, was wollen die denn von mir? Ich bin schon ein bisschen älter und ja, klar, ich bin klein und vielleicht nicht das, was man eigentlich unter Model versteht. Und klar, aber trotzdem wollte ich mal gucken, was dahinter steckt und ja, einfach dahin gehen. Der Medienkuh soll für Rummel und mehr Leserinnen sorgen. Das klappt aber nur, wenn Christelle und ihre 26 Gesichtsmuskeln mitspielen. So, und jetzt müsstest du versuchen, eben dein Gesicht zu entspannen. Genau so. Ja. Kommst du einmal zu mir schauen? Ich zeige dir das jetzt nochmal schnell auf dem Monitor hier, damit du weißt, was ich meine. Siehst du das Gesicht? Ja, ja. Mhm. Das ist ein bisschen, es wirkt verkrampft. Mhm. So. Doch Christels inneres Lächeln will nicht nach außen gelangen. Das Shooting dauert doppelt so lang und bleibt trotz gesunder Pfunde ein Knochenjob. Für die Brigitte dennoch mehr Nutzen als Kosten. Und da haben wir am Anfang natürlich auch überlegt, kann man das überhaupt machen, eine über 40-Jährige auf dem Titel oder eine Frau mit grauen Haaren auf dem Titel. Und wir haben gemerkt, das kommt unheimlich gut an bei den Frauen. Die Frauen mögen das. Und sie haben, denke ich, auch ein Stück weit die Nase voll von diesen geschönten Gesichtern, die man überall sieht, die alle gleich aussehen, alle glatt aussehen. Und ja, die wollen einfach das echte Leben sehen. In der Welt von Wolfgang Job laufen längst normale Frauen über den Laufsteg. Vertreterin des echten Lebens, importiert aus der deutschen Hauptstadt. You know, there's a certain point in using real women, you know. Ich habe nämlich so zwei meiner Berliner Freundinnen mitgenommen, an denen ich auch alle Looks ausprobiere. Ariane, die junge Mutter, da hieß es, was? Die hat Milch in der Brust, das geht gar nicht. Und die andere, die ist ja schon 30, das geht ja auch gar nicht. Also die Agenturen und die Producer waren in Schockwellen und mussten sich gegenseitig stützen, weil ich mit den Mädchen darauf bestand, sie zu zeigen. Und so sieht Ariane aus, das ganz normale Wunderkind von Wolfgang Job. Gleich nebenan setzt auch das Münchner Designer-Duo Talbot und Runhoff auf eine Mischung aus Makellosigkeit und Untergewicht. Brigitte kennt man hier nur als Diät. Wir haben uns entschieden, auf dem Runway Models zu buchen, die Größe 32 und 34 haben. Aber das sind keine Magermodels, sondern es gibt tolle junge Frauen, die groß sind, die schön sind, die sehr dünn sind und trotzdem sehr gesund sind. Und darauf haben wir beim Casting auch geachtet. Wir haben hier heute, heute Morgen 150 Sandwiches geschmiert und es ist keins mehr da. Also die Mädchen, die hier arbeiten, die essen alle und die sind auch alle ganz normal wie die Frauen, die auch jetzt Brigitte fotografiert. Als die 20-jährige Beate aus Wien kam, war kein Sandwich mehr übrig. Dabei will sie doch zunehmen. Ich denke schon, dass ich vielleicht ein bisschen mehr auf den Lippen haben könnte. Und wo? Auf den Händen.
Bestes, aber meine Hände werden einfach nicht dicker. Die Leute neigen dazu, Models für ungesund zu halten. Aber einige von uns sind eben von Natur aus sehr schlank oder muskulös. Selbst wenn ich wollte, ich könnte nicht kräftiger werden. In der Fashionzentrale von Gruner und Jahr kämpft Art Director Kolja Kahle mit den Begleiterscheinungen des ungewöhnlich hohen Modelstoffwechsels. Manchmal kommen hier Fotos von Models rein, die einfach total abgemagert aussehen, weil die vor dem Shooting nochmal richtig abgenommen haben und man ist dann doch ein bisschen überrascht. Und man sieht hier ganz schön, mussten wir bei diesem Mädchen hier die Rückenpartie und den Po richtig auspolstern, damit sie nicht so abgemagert und krank aussieht. Ja, hier habe ich noch ein Beispiel aus einer Beauty-Produktion. Da sieht man, dass das Model einen total knochigen Unterarm hat. Hier. Und den haben wir dann einfach auch durch elektronische Schönheit ein bisschen gesünder und normaler aussehen lassen. Kommt sowas öfter vor? Ja, eigentlich regelmäßig. Die großen Modehäuser schicken ihre Kollektionen in den kleinsten Größen in die Redaktionen. Mit Glück ist eine 36 dabei, doch in der Regel sind es Kindergrößen. Ich finde 34 auch zu klein. Ich fände lieber eine große Größe und ich stecke es dem Modell hinten ab. Ich kann mit Nadeln und allem, man kann immer alles machen, als dass man eine 34 bekommt, wo das Modell nicht reinkommt, weil für die Modelle immer noch das Problem ist, wenn sie in eine Klamotte nicht reinpassen, sind die gleich wieder, oh Gott, ich bin zu dick, ich muss abnehmen. Da kann man, also muss man wirklich auf die Modelle auch einreden und sagen, so, das ist jetzt gar kein Problem, dass dir die Hose nicht passt, dass das Kleid nicht zugeht. Das ist ganz normal, es ist zu klein geschneiert, weil für die Mädchen ist das ganz schnell, die bekommen ganz schnell einen Schock und denken, sie müssen einfach noch mehr abnehmen. In London ist man schon ein paar Kilos weiter. Entstanden ist ein Markt jenseits der Magersucht. Gearbeitet wird mit normalgewichtigen Mädchen. Die Agentur Youth Models hat in ihrer Kartei 70 Frauen jenseits von Kleidergröße 38. Die Plus-Size-Models, zu Deutsch große Größen-Models, schaffen es mittlerweile sogar auf das ein oder andere Cover. Die Magerindustrie gibt es schon lange, daher ist sie viel größer. Das Plus-Size-Business ist dagegen ein Wachstumsmarkt. Noch ist er klein, aber er wird aufholen, denn die Nachfrage steigt ständig. Ich glaube, je mehr wir davon sehen, desto mehr Plus-Size-Models werden wir auch in der Haute Couture sehen. Schon jetzt profitiert die deutsche Designerin Anna Scholz von dem Trend. Seit 13 Jahren betreibt sie in London ihr gleichnamiges Moppel-Label. Ihre kurvenreichen Kreationen lassen auch Stars wie die Sängerin Beth Ditto rund und zufrieden aussehen. Es gibt eine riesige Nachfrage. Dieser Markt ist noch sehr, sehr offen. Und wenn man sich überlegt, dass 40% der Bevölkerung eine Größe, über eine Größe 40 hat, es ist ein wahnsinniges Marktpotenzial. Und es sind Kundinnen, die sehr hungrig sind und sehr nach neuen Sachen suchen, die einfach kein positives Shopping-Erlebnis für Jahre hatten. Und das bieten wir ihnen jetzt etwas, dass sie in einen Laden gehen können. Und zum ersten Mal ziehen sie, haben sie eine große Auswahl von Sachen, die ihnen passen, in denen sie sich schön fühlen, die ihre Weiblichkeit unterstreichen. Der Markt ist eindeutig da. Die Plus-Size-Models, die die Designerin zum Casting bestellt hat, wissen das Ende der Null-Diät zu schätzen. Man isst sehr wenig, wenn man ein Standardmodel ist. Du kannst nicht du selbst sein und musst ständig den Standardmaßen entsprechen. Beim Plus-Size-Modeling suchen sie dagegen das Individuelle. Deswegen macht das Arbeiten hier viel mehr Spaß. Im Plus-Size-Bereich sind viele ehemalige Magermodels untergekommen. Der Job ist der gleiche, nur das Sättigungsgefühl ist größer. Wie lange modelst du schon? Seit über 10 Jahren. 10 Jahre? Warst du früher ein dünnes Model und hast dann angefangen zu essen? Ja, so war's. Die Türen zu den großen Schauen bleiben den großen Frauen jedoch verschlossen. Doch sie sind auch so dick im Geschäft. Vorausgesetzt, die Maße stimmen. Ich finde, du bist wirklich hübsch. Nur ich befürchte, für uns könntest du etwas zu dünn sein. Ich weiß, das ist ein bisschen komisch, aber unsere Kunden stört das sehr, wenn sie solche Mädchen sehen. Sie beschweren sich und sagen, warum nehmt ihr dünne Mädchen? Du bist nicht total dünn, aber
Wir denken drüber nach. Vielen Dank und lasst das Kleid hier. Erste Schritte zum Sieg gegen die Leichtgewichtsklasse. Ich finde, die Brigitte ist immer schon sehr auf ihre Leserinnen eingegangen. Und sie haben immer schon mal üppigere, kurvige Models gezeigt, wie hier zum Beispiel von unseren Sachen. Also sehr süß gemacht, immer mal wieder hier oder hier. Und ich denke, es ist eine Reaktion eindeutig auf die positive Reaktion ihrer Leserinnen, wenn sie kurvige, realere Frauen sehen. Und ich glaube, es ist für sie eine tolle PR ist, aber auch eine Hommage an ihre Leserschaft, dass sie auf das eingehen, was erwartet wird. Doch was passiert, wenn bei der Brigitte-Leserin der Anblick von Pfunden die Kaufkraft schmälert? Dann wird der Po eben wieder kleiner. Alles eine Frage der Retusche.